Nach der vielen Theorie soll es heute mal wieder etwas praktischer werden. Ich nenne es Bauelemente-Porträt. Vielleicht wird daraus eine Serie, in der ich in loser Folge Bauelemente vorstelle, wozu sie da sind und was man damit machen kann. In der Regel sind das integrierte Schaltungen. Das können aktuelle Neuentwicklungen sein oder vielleicht alte, überholte Schaltkreise, die irgendwo noch in der Bastelkiste schmoren und für die man eine neue Einsatzmöglichkeit sucht, weil sie zum Wegwerfen zu schade sind. Ich denke da zum Beispiel an die Empfängerschaltkreise für den analogen Rundfunk. Mal sehen. Der XR2206, um den es heute geht, ist auch nicht mehr ganz so taufrisch, aber er ist noch zu bekommen. Ich habe ja erst kürzlich etwas zur Werkstattausstattung gesagt und dass ein Funktionsgenerator ganz nützlich sein kann, wie man sich mit wenig Aufwand mit diesem kleinen Käfer so etwas selber bauen kann, will ich jetzt zeigen. Und mit selbst bauen meine ich nicht etwa eine billige chinesische Fertigplatine zu kaufen. Hallo und herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Bevor man irgendwelche Bauelemente verwendet, sollte man zunächst mal einen Blick in das Datenblatt werfen, um die Grenzwerte und Möglichkeiten zu erfahren. Das Herzstück ist ein spannungsgesteuerter Oszillator. Aus der Grundschwingung können drei verschiedene Wellenformen geformt werden. Es gibt den IC im 16-poligen Dual-Inline-Gehäuse oder als kleinere Small-Outline-SMD-Variante. Er kann mit einer einfachen oder zwei symmetrischen Betriebsspannungen betrieben werden, von 10 bis 26 Volt oder plus minus 5 bis plus minus 13 Volt. Die Stromaufnahme liegt bei etwa 20 mA. Der Frequenzbereich bewegt sich typischerweise zwischen 0,01 Hz und 1 MHz. Der frequenzbestimmte Kondensator soll sich dabei im Bereich von 1 Nanofarad bis 50 Mikrofarad bewegen. Der dazugehörige Widerstand 1 Kiloohm bis 2 Megaohm. Die Frequenz berechnet sich dann zu 1 durch R mal C. Und so sieht die einfachste Grundbeschaltung aus. Über C2 und R1 wird die Frequenz festgelegt. Es macht Sinn, das gesamte Frequenzspektrum in Bereiche zu unterteilen, indem man zwischen verschiedenen großen Kondensatoren umschaltet. Die über R4 an Pin 3 eingestellte Vorspannung entspricht etwa dem Gleichspannungsanteil am Ausgang Pin 2 und sollte etwa auf der Hälfte der Betriebsspannung liegen. Bei symmetrischer Spannungsversorgung gleicht man auf Nullpotenzial ab. An Pin 11 steht eine Rechteckschwingung zur Verfügung. Pin 2 ist der zweite Ausgang. Dort bekommt man eine Dreieckschwingung, wenn Pin 13 und 14 unbeschaltet sind. Überbrückt man sie mit einem Widerstand, wird daraus eine Sinusschwingung. Die Betriebsspannung sollte in unmittelbarer Nähe des Schaltkreises nochmal durch einen Kondensator gepuffert werden. Über R4 ist der Offset am Ausgang auf halbe Betriebsspannung eingestellt. Ich bin jetzt an Ausgang Pin 2. Ein Dreiecksignal am Ausgang und wenn ich Pin 13 und 14 mit dem 200 Ohm Widerstand verbinde, wird daraus eine Sinusschwingung. Bei der einfachen Schaltung liegt der Klirrfaktor bei etwa 2,5% typisch. Das ist natürlich durchaus noch verbesserungswürdig. Am Pin 11 bekommen wir dann die Rechteckspannung. Die Frequenz liegt jetzt etwa bei 180 Hz und mit R1, mit dem Potentiometer, lässt sich die Frequenz dann einstellen. Will man den Sinus weiter verbessern, ersetzt man R5 durch einen Einstellregler und beschaltet Pin 15 und 16 mit einem weiteren Regler, mit dem man die Symmetrie des Ausgangssignals einstellen kann. Durch wechselseitiges Abgleichen kann man so die Verzerrung der Sinusschwingung minimieren. In der erweiterten Schaltung haben wir jetzt zwei zusätzliche Einstellregler. Wie findet der Abgleich statt? Zunächst mal stellt man den Symmetrieregler R7 in Mittelstellung. Dann gleicht man mit Regler R5 auf eine minimale Verzerrung ab, auf einen möglichst guten Sinus und kann dann
mit R7 die Feinabstimmung vornehmen. Und wenn man das dann sehr genau macht, kann man den Klirrfaktor bis auf 0,5% senken. Der XR2206 kann aber noch mehr als nur eine einfache Schwingung erzeugen. Man kann die Welle auch mit einer anderen Frequenz modulieren. Das Thema Modulation müssen wir ja auch noch irgendwann behandeln. Man gibt der Grundschwingung eine Zusatzinformation mit, wie der Trägerwelle beim Rundfunk. Beim Empfänger wird die Information durch Demodulation wieder zurückgewonnen. Wie kann man so eine Information mitgeben? Indem man im Takt der Modulation eine Eigenschaft des Trägers ändert, zum Beispiel die Frequenz. Die erste Modulation, die wir uns ansehen, ist die sogenannte Frequenzumtastung, die für die Übertragung digitaler Signale benutzt wird. Es müssen nur zwei Werte übertragen werden, 0 und 1. Dazu schaltet man im Takt der Impulse zwischen zwei Frequenzen hin und her. Eingestellt haben wir die Frequenz über einen Widerstand gegen Masse an Pin 7. Prinzipiell wäre das auch über Pin 8 möglich. Legt man zwei unterschiedliche Widerstände an beide Anschlüsse, sind zwei Festfrequenzen möglich. Die Umschaltung erfolgt mit einer Spannung am bisher nicht genutzten Anschluss 9. Dabei muss die Spannung entweder kleiner als 1 Volt oder größer als 2 Volt sein. Das Potentiometer ist ersetzt durch zwei Festwiderstände. Am Pin 9 liegt eine Rechteckfrequenz von 1 Hertz, das heißt, die Spannung an Pin 9 ändert sich alle halbe Sekunde und dementsprechend dann auch die Schwingfrequenz des Oszillators. Genauso gut kann man auch ein analoges Signal aufmodulieren. Die Frequenz ändert sich dann kontinuierlich mit der Aussteuerung. Man bekommt ein frequenzmoduliertes Signal, ähnlich wie beim UKW-Rundfunk. Eingespeist wird das Signal über einen Spannungsteiler an Pin 7 oder Pin 8. Die Spannung am Eingang des Schaltkreises kann zwischen plus und minus 3 Volt schwanken. Als Modulationssignal dient eine Dreieckschwingung und man kann schön sehen, wie im Verlauf der Dreiecksflanken sich die Frequenz des Signals kontinuierlich verändert. Anstelle solcher einfachen Signale kann man natürlich auch komplexere Signale wie zum Beispiel ein Audiosignal einspeisen. So in etwa wird der Träger eines UKW-Rundfunkempfängers aussehen, wenn er dann mit Musik oder Sprache moduliert wird. Neben der Frequenz kann man aber auch eine andere Eigenschaft der Trägerwelle mit der Modulation ändern, nämlich den Pegel, also die Amplitude. Die Frequenz bleibt dabei konstant. Technisch ist es sehr einfach möglich, amplitudenmodulierte Signale zu erzeugen oder zu demodulieren. Der größte Teil des Lang-, Mittel- und Kurzwellenfunks beruhte auf dem Prinzip. Beim XR2206 erfolgt die Einspeisung am Pin 1, der bisher immer auf Masse bzw. der negativen Betriebsspannung lag. Mit dem Regler kann der Modulationsgrad eingestellt werden. Die Trägerwelle wird beidseitig vom Modulationssignal eingehüllt. Hier eine Sinusschwingung oder eine Dreieckschwingung. Oder man speist wieder ein Audiosignal ein. Auf die Art entsteht ganz einfach ein Langwellensender mit kurzer Reichweite. Und natürlich der Hinweis, dass der Ausbau zu einem leistungsstärkeren Sender ohne Genehmigung nicht erlaubt ist. Ja, und die letzte Beschaltung, die ich vorstellen möchte, ähnelt dem FSK-Generator vom Anfang mit zwei Festfrequenzen. Die Umschaltung an Pin 9 erfolgt über die selbst erzeugte Rechteckspannung an Pin 11. Durch diese Rückkopplung führen die beiden unterschiedlichen Zeitkonstanten mit den Widerständen an Pin 7 und 8 zu einem Dreiecksignal mit unterschiedlich steilen Flanken beim Anstieg und Abfall der Spannung. Liegen die Widerstände sehr weit auseinander,
bekommt man einen fast idealen Sägezahn. Ich denke, das waren jetzt genug Anregungen zum Selbstexperimentieren. Die Schaltungen sind besonders für Anfänger sehr gut geeignet, denn sie sind einfach und sehr nachbausicher. Ich bin gespannt auf euer Feedback.